Hallo liebe Fans, jetzt wollen wir zeigen, wie wir trainieren. Komm mit! Die Übung heißt Bankdrück und ja, Hauptsache ist Brustmuskulatur in dieser Übung. Man muss versuchen, so weit wie möglich genauso hart wie rechte Arm wie linke Arm zu drücken. Wiederholung ist ganz schwierig zu sagen. Es kommt drauf, wie weit bist du in deinem Training, was ist dein Wunsch. Möchtest du Volumen haben oder möchtest du explosiv sein? Ab und zu mag ich mir weniger geweckt und dann versuche ich das einfach so schnell wie möglich. Und wenn wir ein bisschen mehr Zeit hat, dann probiere ich ein bisschen höher zu gehen mit die Wickte. Man muss auch hier Rücken aufpassen, dass es gerade ist und ja, soll einfach dann die Kurzhantel nach oben ziehen und 6, 7, 8 Mal auf jeder Seite und dann Pause. Ja, ich habe die Aufsteiger gemacht auf dem Kasten. Vom Gewicht her ist recht individuell, was man schafft. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es stabil bleibt, dass man vor allem das Knie stabil hält, dass man den Fuß stabil setzt und sich dann dynamisch hochdrückt. Und das gibt uns Kraft im hinteren Oberschenkelbereich und verbessert somit Antritt, Sprungkraft, alles, was so ein bisschen dazugehört. Jetzt habe ich Kreuzheben gemacht und was man aufpassen muss, ist, dass sein Rücken ist gerade und wenn man hier oben kommt, dass man die Schultern ein bisschen nach hinten zieht, sodass man die volle Wirkung kriegt. Kommt dann wie Schwergewicht, aber von 4 bis 8 Wiederholungen und 3 Serien.